Uga Uga! Amakua Amamatumba! Makamaka Uga! Aua! Aua! Yeah! Willkommen zu unserem Interview! Heute mit Trommel! Er stellt wunderschöne Fragen! Yes. Steigen wir da ein! Yeah! Okay, die Reimebude heute hier komplett. Komplett, komplett. Was geht ab bei euch? Es fehlt an keinem Mitglied. Wirklich nicht. Es fehlt einfach niemand, wir sind komplett. Warum ist es so schwer, ein Reimebude-Interview zu kriegen? Weil keiner Bock hat. Von euch oder von Man kriegt keine Reimebude-Interviews, ja, weil irgendwer keinen Bock hat. Ihr oder die Interviewer? Meistens alle keinen Bock haben. Also die Interviewer haben keinen Bock und ihr habt keinen Bock. Ich hab niemand Bock. Es liegt nie an uns, Alter. Wir laufen teilweise echt den Leuten hinterher so und sagen so, Alter, so Kamera und so, ne, Alter, Interview, Alter. Und die immer so, nee. Es ist jedes Mal das Gleiche. Wir sagen immer, Alter, ihr wolltet doch ein Interview. Jetzt stehen wir hier, warum machen wir es nicht? So. Und dann wird meistens nichts draus. Kommen die immer an und sagen immer, ja, später. Wir sagen einfach später. Also ich kann mich daran erinnern, dass du meintest, boah, der wollen ein Interview. Nee. Gar keinen Bock, die können mir mal mit Interviews ganz weit wegbleiben. Stufe 2. Fußnote 3, Digga. Zur Erklärung, Ironiestufe 2 ist einfach wieder das Richt, das Reale, das Normale. Okay, das wird halt ein Reimebude-Interview. Das ist seriös. Das ist seriös. Okay. Ich bin so gut ausgeleuchtet. Okay, ja. Das ist schwierig, irgendwie einen Faden zu behalten. Warte kurz, ich stell mir kurz einen rein. Denk an den schwarzen Faden. Ah. Okay. Können wir das mal seriös hier kurz durchziehen? Ich mach mal kurz die Tür zu. In der Zeit, wo er die Tür zumacht, sag ich auch nix. Wie in seinen Runden. Boah. Hat er nicht gesagt. Okay, machen wir es mal hier vernünftig. Ja, ab jetzt. Okay. Jetzt. VBT. Ab jetzt. Jetzt. Wirken wir? Jetzt. Du musst uns alle filmen, sonst ist das nicht so witzig. Ich habe den besten Kameramann der Welt. Möchte ich nochmal erwähnen kurz. Kann ich natürlich einen ausleuchten. Das ich. Wie soll man daraus ein gutes Interview schneiden? Können wir das jetzt nochmal kurz richtig machen? Okay, Schnitt. Könnt ihr mal bitte kurz rausgehen? Das ist hier. Ne? Ihr könnt auch drinnen bleiben. Nee, Digga. Kein Fall was. Okay, also. Du hast Fragen vorbereitet. Ja, ich habe Fragen. Ganz, ich bin mehr so der vorbereitende Typ. Okay. Ich glaube, du hast dich vorhin getrinkt, Dings. Ich habe mich nicht nur vorhin getrinkt, Dings. Ich mach's immer noch. Okay. Ja. VBT scheint für euch irgendwie mehr ernst zu sein als VCW. Warum? Also das Problem daran ist, wir nehmen einfach beides ultra ernst. So, wir stehen da voll hinter, wir geben unsere ganze Energie da rein und am Ende wird es einfach scheiße. Ja, scheiße, es wird gar nicht scheiße. Es wird richtig scheiße. Digga, das ist auf jeden Fall das härteste Interview, was ich je geführt habe, Digga. Lass uns mal ernst bleiben. Okay, was sagt ihr dann zu der aktuellen Endbomben-Diskussion? Endbomben-Diskussion.
Also die Endbomben-Diskussion kann ich extrem viel erzählen, weil ich einfach tierisch oft die Endbombe zünde. Aber ich zünde auch sehr oft die P-Bombe. P steht für Pimmel. Nein, Penis. Nein, nein, auch nicht mal. Steht für, ich wollte gerade Tetrapack sagen, aber es fängt gar nicht mit P an. Mit wem haben Sie da telefoniert? Meiner Mama, die will mich abholen. Die kann mich mal gerne abholen. Ich hab alles gegeben. Okay, merkst du. Ja, das war das Geilste vorhin. Warum haben die Leute eigentlich Geld auf die Bühne geschmissen? Ich hab die ganze Zeit so heim. Punch. So, nebenbei so. Punch wollte das. Und das Geile war halt, Mats stand da als DJ mit seinem ganzen Equipment, Digga. Und kriegt die ganze Zeit Kleingeld an den Kopf. Also. Matrix-mäßig, Digga. Ja, Punch ist heftig. Wie findet ihr Punch? Heftig, Alter. Ey, Digga, Punch, ne? Wir wollen hier nicht bewerten, wir wollen hier ein Interview führen. Okay, wir machen das jetzt ernst. Ab jetzt. Monkey see, Monkey do. Ja. Achso, es war eine Runde von uns. Ja. Das ist quasi die Frage vollendet. Genau. Ich mach das mehr so im Stichpunkten-Style. Okay. Monkey see, Monkey do. Ja, Stichpunkt zurück, es war eine Runde von uns, ja. Ey, es war auf jeden Fall eine sehr witzige Runde, denn dafür hatten wir zwei Kameras. Wir hatten noch nie zwei Kameras. Wow. Reden wir jetzt von der Hinrunde oder Rückrunde oder von beiden? Hinrunde auf jeden Fall. Die Rückrunde war natürlich überprofessionell in unseren vier Wänden gedreht. Wir drehen sehr selten unseren vier Wänden. Das machen wir eigentlich immer nur, wenn es wirklich auf dem letzten Drücker ist und sehr super geil wird auf jeden Fall. Habt ihr schon mal anderen Crews für Geld angeboten, in eurer Bude zu drehen? Wir haben mal anderen Crews Geld angeboten, um ihre Schwänze zu blasen dürfen. Ich habe mir mal Geld abgehoben von der Bank, bei der Haspa. Das mache ich ziemlich häufig. Das mache ich häufig, Alter. Das Geilste war neulich... Ja, Geschichte! Das Geilste war neulich... Irgendwie war Beckmann feiern, ich musste zu Hause bleiben, weil Mama gesagt hat, ich soll zu Hause bleiben, darf nicht. Und dann nächsten Tag erzählt er mir irgendwie so, dass wir waren alle im Ballsaal und dann waren alle weg und dann sagt er irgendwie, auf einmal waren alle weg und dann war mir langweilig. Dann bin ich zur Bank gegangen, einfach aus Spaß Geld abgehoben. Ja, das kann ich echt. Also der Kiez-Tankwart kennt ja Beckmann mittlerweile auch schon so. Wenn man in der Kiez-Tanke reinkommt, dann kommt ja erstmal vom Tankwart erstmal so ein Weil Beckmann immer Rubbellose spielt. Alter, Kinder, spielt Rubbellose, ey, das ist toll, das ist innovativ, verdammte Scheiße. Ey, man gewinnt halt immer. 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 Es ist halt schwierig, ein ernstes Mikro. Moment, halt, stopp. Es ist schwierig, ein ernstes Interview zu führen, wenn man Happy Beckmann gegenüber sitzt und schon mal so die ein oder andere Mische im Gesicht stehen hat. Sieht man ja gar nicht an. Und dabei von Dexter gefilmt wird. Können wir hier irgendwie einblenden? Dexter Designs oder so. Ey, da war's in den Dexter 1 oder so. Okay, wir machen das jetzt wieder ernst. Kannst du mal bitte alle filmen, Digga? Ich krieg richtigen Kollaps hier. Wenn er alle filmt, Digga, dann sind wir alle nie mehr drauf. Komm, ich stell mal eine Frage hier. Okay. Ich mag blau. Hey, grün ist aber auch gar nicht mehr so verkehrt. Lieblingsgegner von dir bisher. Lieblingsgegner, ich battle nicht, verdammt Scheiße. Ich hab nur Albumtracks. Und du so? Er battelt wirklich in einer Tour. Mein Lieblingsgegner sind die Albumtracks. Nee, ich muss aber jetzt, wo wir jetzt ernster darüber reden, über alles, weil du eben ja telefoniert hast, was sagst du denn zu der Endbomben-Diskussion? Ja, ich verstehe das nicht. Nee, warum sollen wir. Nee, das ist jetzt so ein Scheiß. Ja. Das. Es hat viel mit Nigger zu tun. Ja. Was sagst du dazu als Mitschwarzer? Würde ich eher immer wissen. Jetzt muss ich ja voll ernst. Du hast den Kelch ja nur zurückgegeben. Das geht natürlich nicht.
Ja. Man muss dazu sagen, dass das Tamo und ich die ganze Zeit im Tourbus hinten sitzen mussten, weil die Schwarzen immer hinten sitzen müssen. Und das kam von Tamo. Ja. Ich habe dann gesagt, Tamo, diskriminier uns nicht, weil ich mag keinen Rassismus. Wir haben nicht mal bei KFC gehalten. Wir halten nur bei Burger King. Digga, nicht so eine stereotypischen Sachen hier. Die haben halt nur zwei Chicken Burger. Zwei verschiedene. Okay, wo ist Tune? Wer ist das? Weg, zum Glück. Wer ist das? Merkt man denkt schon wieder, das ist ein Videodreh hier, Alter. Das ist immer so. Mag den Kamera das gleiche Video. Mag den jemand anrufen? Nein. Telefonjoker? Wir beantworten Tunes Frage im Namen vom Tune. Okay. Stell Tune eine Frage. Tune, warum hast du jemals beim JBB mitgemacht? Ja. Weil ich der schwulste Hurensohn auf Erden bin. Weil ich so dämlich und behindert bin. Einfach dachte, ich mach da mal mit. Und wie hat sich dein Leben verändert? So Jet Set Lifestyle, Champagner, Noten, Koks, seitdem? Digga, seitdem habe ich endlich meine Tage mal bekommen. Und... Was ist mein Getränk? Ja. Ja. Ich habe endlich mal Klamotten bekommen. Ich trage jetzt nämlich jeden Tag meinen Pulli. Und die Jogginghose. Oh Gott, Digga. Ich versuche ein bisschen ernst. Versuche ein bisschen ernst in die ganze Geschichte reinzukriegen. Wie? Tune. Wie laufen deine Tune bezüglich des Also, um mal ernst zu bleiben, die Julien-Sohn-T-Shirts, die laufen wie eine Eins. Wir haben fast gar keinen mehr auf Vorrat. Und müssen wir zusehen, dass wir auf jeden Fall eine neue Bestellung rankriegen. Ihr könnt sie vorbestellen unter 0401 und, und dann ruft einfach an und dann bestellt sie vor. Ja, du stehst auf meinem Kabel. Okay, stellen wir uns mal kurz einen rein hier. Prost, Prost. Der Kameramann braucht auch eine Mische. Hast du das drauf? Hast du drauf, wie traurig das ist, Digga? So bitter, Digga. Willst du da jetzt noch Cola drauf oder passt das? Hast du eigentlich Team besorgt? Jamo, hast du eine Kippe? Ey, Jamo macht dir bestimmt eine Mische. Jamo ist der Geilste. Ey, erstmal ganz kurz, echt was Ernstes. Props für Jamo, Jamo ist der Babo. Ja, echt mal ganz ernst hier, KWU, Jamo, der Tourmanager, Kiko macht ja gar nichts. Außer, manchmal macht er eine halbe Stunde macht er manchmal was. Manchmal auch nur eine halbe. Aber, ey, manchmal eine halbe Stunde, Digga, aber manchmal setzt er sich auch erst eine Viertelstunde ran. Und im Endeffekt, nee, Jamo, einmal richtig Respekt an Jamo, der die ganze Tour richtig allein gemanagt, er hat keine Hilfe bekommen, ganz alleine alles auf- und abgebaut, Digga. Nee, das du musst echt schon sagen, Pimpf hat ihm echt viel geholfen. Er stand da voll hinter und hat, ohne Pimpf wäre das nichts geworden. Fragen. Kurze Anekdote dazu. Ich komme so in den Backstage-Bereich, Kiko sitzt da mit Pimpf. Ich sag zu Pimpf, Jamo hat gesagt, du sollst kurz da hinkommen. Du sollst ans Mikro sprechen, Digga. Ja, das nimmt doch schon auf. Ich sag zu Pimpf, komm mal kurz zu Jamo, er meinte, ich soll dich da hinschicken. Kiko guckt mich so an, ich nicht. Ich so, nein, Kiko, du nicht. Ich so, oh, ein Glück, Digga, jetzt ist alles wieder cool, Digga. Und dann hat er heftig abgechillt. Okay, Reime-Bude-Interview. Ich habe ganz viele Fragen vorbereitet, ich war so am Vorbereiten, Digga. Wie entsteht so eine Reime-Buden-Runde? Ich geb das mal John, du bist so erzählfreudig. Und dann artet das in Lachen aus. Auf jeden Fall spät. Ich stell dir gar keine Frage mehr, Digga. Das funktioniert so nicht. Ja, das war eine richtige Antwort, Digga. Keine Ahnung. Ja, meistens. Ich weiß nur, wie Beckmann und meine Hooks immer entstehen. Die entstehen immer zwei Stunden vor Abgabe, wir setzen uns hin und so. Hook machen. Zwei Stunden vor dem Videodreh. Und dann beten und hoffen wir, dass wir es im Videodreh dann auch textlich drauf haben. Das ist nämlich, weil Lip-Sync sind wir auf jeden Fall immer ganz vorne dabei, so. Hat der Plot auch gesagt. Ja, Digga, weil ich habe es auch nicht verstanden so in der Runde, dass das jetzt irgendwie ein Angriff war, ne? Das hat uns einfach überhaupt nicht getroffen. Oh Gott, Digga.
Ist das euer Konzept, kein Konzept zu haben? Wir haben immer ein Konzept. Wie heißt das? Spät, Digga? Ja, spät trifft schon ziemlich gut, aber meistens trifft es auch. Spät, spät trifft. Spät trifft. Spät. Müll vielleicht noch. Nee, Müll gar nicht. Müll? Spät. Na, wir fangen ja immer rechtzeitig an. Halt nur spät. Das Ding ist, die Witze sind immer gar nicht witzig, aber dann lacht er, Digga, und dann kannst du halt nicht mehr aufhören. Hattet ihr Bock aus VCB oder habt ihr von Anfang an gedacht, das ist nicht so der Burner? Doch, wir hatten erst. Es wirkte alles so ein bisschen lieblos. Also nicht alles, aber ein bisschen teilweise. Wir irgendwo. Auf jeden Fall gegen die Monkeys richtig Bock und dann hatten wir gegen den Plot so richtig Bock. Ja, und zu viel Bock wirkt sich in keinen Bock aus. Das Ding ist, wenn man zu viel Bock hat, ja, dann ist das irgendwann zu viel. Also wie plus. Da kriegt man zu viel. Ja, das sind plus und plus. Acht mal. Hey, ja, gegen die Magis. Gegen Magis hatten wir richtig Bock, ey, und gegen Plot hatten wir die angestrengt. So, leider, ja, haben, wir, ja, leider der, haben wir verloren. Der Plot war toll. Ja, ja, also, Digga, ich finde, wir haben richtig unfair verloren, ey. Weil, Digga. Nur eine Jury. Digga, Plot war so schlecht, Digga. Wir haben uns so. Wie benehme ich mich, Digga? Wir haben uns so heftig Mühe gegeben, Digga. Und dann kommt so ein dahergelaufener Trommel hier, Tamo, und bewertet das einfach so, dass Plot gewinnt. Ja, du weißt gerade, dass der Veranstalter vor dir sitzt und du gerade extrem sagst, dass wir keinen Bock hatten. Ey, wir hatten richtig Bock, Alter. Hä? Hab ich schon gesagt? Hä? Spät. 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 Tune. Bist du eigentlich wirklich ein Zauberer? Alter, ich zauber dir die Eier lang, Alter. Nein, ich kann echt sehr gut zaubern. Ich habe das früh, ich habe früh übt sich, sagt man ja gerne, aber ich habe später angefangen. Ja, und irgendwann wurde das. Ja, naja, ich zauber wie ein Ei, Alter. Inwiefern? Ey, Tune kann auf jeden Fall richtig gut kuscheln, Alter. Hast du eine Anekdote dazu? Du bist noch alle, wie gut Tune kuscheln kann. Tune kann einfach richtig. Tune geht manchmal mit so einem Mädchen nach Hause und dann kuschelt er sie so richtig weg, ey. Und dann wird richtig hart ohne Zunge geküsst, Alter. Ey. Ne? Real Talk auch noch, oder was? Real Talk, Digga. Das hast du nicht gesagt, Digga. Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass Tune so das Sorgenkind in eurer Crew ist. Möchtest du dazu was sagen? Sorgenkind wäre ja cool. Sorgenkind in der Crew hätte ich gerne, Digga. Die Koma-Kuh. Ja, der ist einfach immer dabei. Muss man durch, oder wie? Digga, der ist halt da, Digga. Ich wollte ungern stören, wir bauen aber gerade ab. Ich wollte euch. Wollen wir es mit der Gage jetzt machen oder wollen wir es später? Digga, die überweist du bitte auf mein American Express Black Konto in der Schweiz. Okay? Okay. Digga, ich kann den Kopf macht das auch, oder? Nicht? Ich kann den Kopf jetzt nicht in der Kamera so annehmen. Fünf macht das, oder? Nee, der macht das nicht. Ach so. Der ist ja schon im Hotel, der pennt, der macht ja eigentlich. Verwendungszweck Hennessy. Ja, natürlich, das mache ich. Verwendungszweck, also. Nee. Nee. Oh, das tut mir leid, hier, die das. Okay, ey, wir machen das so. Kiko, wir machen das so. Ich gebe dir die Kontonummer und dann schreibst du hin. Gage. Ja. Okay, das machen wir so. Okay. Ja, ich wollte auch. Ironiestufe 2. Wow. Ihr wart eigentlich schon Favoriten. Hatte auch die meisten Klicks so gleich am Anfang. Und hab dann gegen den Plot ein bisschen abgelost. Verdient oder unverdient, sei mal dahingestellt. Wir haben nicht nur ein bisschen abgelost. Wir haben uns Mühe gegeben ohne Ende, Digga. Unverdient ohne Ende, Digga. Die haben wir richtig lang gemacht, Alter. Es war wie die Endbomben-Debatte. Die haben wir so lang gemacht, Digga, und dann kommt so ein scheiß Ergebnis dabei raus. Wir haben uns richtig aufgeregt, ja. Digga. Und wir haben Dima richtig viel Geld bezahlt und dann fällt er uns so in den Rücken. Ja, ne? Dima, der letzte Hurensohn, Digga. Ich schwöre, der hat 3 Euro... 8 Euro, Digga, konnte keinen Döner mehr kaufen, Digga. Ja, ich wollte gerade 3,50 Euro sagen, aber das hast du mir auf jeden Fall das zu utopisch hier angedeutet. Der kriegt 1 Euro. Ihr wirkt ein bisschen auf die Öffentlichkeit wie Online-Battle-Rapper. Ist das eine Schublade, in die ihr gepackt werden wollt, oder? Ja. Ja, nein, doch. Macht ihr, okay, Gegenfrage, also andere Frage. Macht ihr auch Musik? Nein, wir machen nur Battle-Rap, Alter. Ich battle auch die 10 Jahre. Digga, Runden. Wir sagen auch gar nicht mehr Tracks, wir machen keine Tracks mehr, wir machen nur noch Runden.
Ja. Hey, hör dir mal die zweite Runde von Müllsieg an, Digga. Pumpen wir ganz schön oft. Ja, kann ich dem nur zustimmen. Ja. Ja, ist ein bisschen schwer, sich hier zu konzentrieren. Ich stell mir kurz einen rein. Tito, oh, die ist zornig. Wo ist denn Tune? Hier. Ey, Tune, kannst du eigentlich wirklich, wirklich zaubern oder machst du das nur so Greenscreen-Effekt-mäßig? After Effects. Das machen wir eigentlich alle. Die war anders, die Frage. Das machen wir eigentlich alles mit Holz. Also manchmal nehmen wir uns einfach so einen Holzbalken und dahinter tun wir da so einen Greenscreen-Effekt. Was ist hier denn los? Ja, auf jeden Fall ist viel Holz dabei. Kannst du jetzt hier mal kurz live direkt vor der Kamera einen Zaubertrick auspacken? Ja. Zigarette. An. So haben wir nicht gewettet. Weg. Es ist an Behindertkeit kaum zu toppen. Ja. Bin ein bisschen aus dem Konzept. Wollt ihr was zu euren Kameramännern erzählen? Hack Designs, TK Productions. Wir haben ein riesen Kamerateam hinter uns. Es besteht aus einem. Nein, es sind schon einer. Nein, der macht das echt. Er macht sehr, sehr, sehr cool, Alter. Der hat eine riesen geile Kamera. Und und der kann vor allen Dingen die Lichtscheiße einstellen, sodass auch Schwarze schwarz wirken. Ja, klar. Nein, also Act Designs, der Babbo, Alter, der macht uns gerne die Videos und das finden wir cool, weil sonst hätten wir keine Videos. Macht Sinn. Also es gibt einen Mensch, der für drei Leute Videos macht. Mach ich. Ulf. Na, eigentlich macht das alles Louis. Da kommt echt das dritte Mitglied der Reimebude. Endlich ist Louis da. Herr Louis von Müll. Völlig erfolgreich. Ich mag John gerne einen Damm zu naschen. Aber der Tamu, ne, der ist ja irgendwie so ein Fremdwanderer, der haut. So, das reicht. Fertig. Das war noch ein paar abschließende Worte hier. Die muss zwei Fragen noch, okay. Zwei Fragen. Abschließende Worte, Digga. Ein paar abschließende Worte, Digga. Ja, noch zwei, drei seriöse Fragen und, okay. Und dann machen wir das unseriös. Okay. Okay. Wie lange gibt's die Reimebude? Wart ihr immer drei? Oder mal mehr, weniger? Früher waren wir acht. Hieß ihr früher anders? Ja, Kebabsack, Digga. Kebabsack. Ey, ich und Beckmann hießen schon immer Kebabsack. Ich und nennt sie immer zuletzt. Ich und Beckmann hießen früher Kebabsack. Aber irgendwann haben wir uns gesagt, wir brauchen einen seriösen Namen. Dann war das so. Aber hier, seit wann? Du hast gefragt, seit wann? Das lernt man in der Schule. 753, Reime Bude schlüpft aus dem Ei. Nein, eigentlich war das schon ziemlich spät. Ja, es fing auf jeden Fall spät an mit uns so. Ich weiß gar nicht wann. Gestern. Spät auf jeden Fall, spät. Spät. Nee, wir waren von Anfang an drei Mitglieder. Ja, wir waren früher zwei. Und dann waren wir vier und dann waren wir zwei. Jetzt sind wir immer noch zwei. Wer ist denn der vierte, der quasi jetzt fehlt eigentlich theoretisch? Tune. Wir machen ein Interview, geh mal! Ich bin hier mit Ryman Simon die ganze Zeit am Suchen, Alter. Ja, wir machen hier gerade ein Interview mit der Reimebude. Gehst du wieder? Ja, scheiß auf Reimebude-Interview. So, ist das hier Schnöbbes? Der ist leer. Warte, ich suche mir Schnöbbes. Okay, schnell die letzte Frage. Schnell die letzte Frage. Reinstellen. VCB, was ist gut, was ist schlecht? Hat euch das gefallen? Eher nicht. Warum? Es war auf jeden Fall cool, dass es im Internet gemacht wurde. Ich meine, im Fernsehen hätte es einfach nichts gebracht. Jetzt mal ernst, im Fernsehen wäre das nichts geworden. Können wir ein Interview machen, Beckmann? Warte, komm an die Cam. Ja, hier, der Trommel ist der schlechteste Interviewer. Wer ist Trommel? Du. Okay. Ja, auf jeden Fall, um mal auf die Frage zurückzukommen. Formular, dann sagt, weißt du, frag mich vorhin, Interview so, ich sag, muss mal Beckmann fragen. Ja, Beckmann, der blockt immer ab und so. Und jetzt sitzt du hier mit den zwei Idioten. Ich habe übrigens ein Shirt von dir verkauft. Yeah. Jemand wollte ein Beckhuhn-Shirt. Willst du die 20 Euro jetzt haben? Ja, bitte. Ja, darf ich dazu kurz Stellung nehmen? Ich habe dich gefragt. Jetzt hier Stellung. Boah, wow, mit Eis, Digga. Ja, wo ist denn Klaro? Ja, ich bin natürlich dran. Ja, guck mal, ich habe dich gefragt, ob wir das machen mit dem Interview. Du meintest, frag mal die anderen. Ich gehe die anderen fragen, du warst weg.
Ach so, und da kann man mir nicht Bescheid sagen. Ich habe drei Leute auf dich angesetzt, die dich anrufen sollten. Trommel? Zauber mal dein Handy an, Digga. Trommel, ich liebe dich, aber sei nicht so ein freches Bienchen. Okay, machst du einen Zaubertrick für die Kamera? Teil hier. Ja, ich verschwinde. Ja. Möchtest du noch was? Ich auch. Achso, ja, es war sehr cool, da mitgemacht zu haben. Wir haben riesen Spaß gehabt. Ja. Kannst du noch einmal lachen zum Abschied? Herzhaft. Ja, viel Spaß noch hier, richtig geil. Hier das richtig geile Battle-Finale ist jetzt hier Plot gegen Royal Fam. Royal Fam ist auf jeden Fall mein Favorit. Obwohl, Plot seit gestern auch. Es gibt nur Favoriten. Hi, Hummelibum.